Hallo Leute und willkommen zum Let's Play von Vessel. Ein Spiel, das ich mir mal vor einiger Zeit gekauft hatte, auch schon mal durch hatte, aber das ist mittlerweile ein bisschen her. Ich fand's sehr schön, hat zwar, ich sag mal, nur 24 Stunden gedauert, aber dafür war der Preis völlig angemessen und das Spiel hat echt Spaß gemacht. Und ich wollte euch das jetzt mal zeigen. Also starten wir gleich mal ein neues Spiel. Was ich sehr schön fand bei dem Spiel war, dass man da gar nicht allzu viele Worte braucht. Da wird auch nichts gesprochen. Es kommt zwischendrin ein paar Texte, um die Leute aufzuklären. Aber ansonsten läuft hier ziemlich viel durch Vorführen und Sehen. Tja, und so beginnt das Spiel. Da unser halbwegs unrasierter Protagonist nicht allzu viel spricht, werde ich das übernehmen. Also sowas wie, oh, neuer Eintrag in meinem Tagebuch. Habe ich zwar selber geschrieben, aber ich muss trotzdem nochmal lesen. Unintended consequences. The side effects of my invention's behavior never cease to amaze me. I'll need to get my equipment and get back in my lab before that fluoro cause any more havoc. Ah ja, ich habe extra blau geschrieben, was wichtig ist. Get my equipment und Fluoro. Oh, und wie er sich selber hier, wie sagt man da, komplimentiert. Wie heißt denn das, wenn man sich selber ein Kompliment macht? Keine Ahnung. Läuft man schön durch den Regen. Wasser und Flüssigkeiten sind hier ein wichtiges Element in dem Spiel. Wie man schon im Viech am Anfang gesehen hat. So ein Viech heißt Fluor, wie man es in diesem Eintrag da gerade gesehen hat. Und es sollen so Roboter sein, die eben aus Flüssigkeit bestehen, mit so einem komischen Kern drinnen. Die Viecher folgen einem bestimmten Verhalten. In dem Fall, was machen die denn wieder? Ich glaube, die mögen Licht und gehen einfach dahin, wo es gerade leuchtet. Jetzt hat die Ratte uns ausgesperrt und jetzt müssen wir da wieder reinkommen. Ah, verdammt, ich müsste mal hier aufräumen. Aber wie die Wissenschaftler also sind, machen sie es nicht. Ah, so viel Wasser, ich komme nicht dagegen an. Okay, dann spring du Trottel. Ah, gute Idee. Ey, das ist schon wieder eins. Oh, das ist noch davon voll. Na, ich stelle mich schon wieder an. Ah, ihr seht, da kommt man nicht durch. Ach, verdammt. Und hier hat vorher dieses Licht geleuchtet. Und das hat es mich dazu gebracht, auf den Schalter zu springen. Jetzt könnte man natürlich sagen, das machen die nicht mit Absicht, war nur Zufall, ist denn in ihrer Natur. Ah, da hast du recht, Captain. Oh, Hebel ziehen.
Aber irgendwo hören die Zufälle halt auch auf. So, jetzt kippen wir mal dieses Ding hier um, weil sonst geht's hier gar nicht weiter. Bis jetzt können wir ja nicht viel mehr machen als rumlaufen und rumspringen. Ja, das sieht man jetzt zum Beispiel Einführung in so Wasserräder, Schaufelräder. Wasser rein, dreht sich. Coole Sache, ha? Genauso hier, Hebel halten mit Aktionstaste und dann bewegen zum Hebel ziehen. So, was machst du jetzt da? Der hupft schon wieder zum Licht. Ja, ja, halt's Maul. Kurbel du lieber mal. Ei, ei, Captain. Ey, wie nett. Kommst du da nicht durch? Ich weiß, ich wollte es trotzdem versuchen. Hat überhaupt nicht wehgetan. Ja, ich merk's. Brücke bauen. Und wieder abreißen. Kann man noch auf Viech machen. Nee, konnte man nicht. Schade. So viele Leitern hier. Oh ja, rauf, runter. Hey, die können ganz schön hochspringen. Jetzt komme ich dann immer durch. Okay, mal schauen, was passiert, wenn ich an dem Hebel hier ziehe. Das ist wie dieses Spiel mit der Klaue. Nur eindimensional. Beziehungsweise zweidimensional. Und dass man dabei nichts gewinnt, sondern nur kaputt macht. Ich mag Sachen kaputt machen. Ja, ja. Okay, das passt nicht wirklich zu dir. Na gut, ich höre auf, so Müll zu reden. Ich mag den Ladebildschirm. So, mal schauen, was haben wir denn hier? Noch eine neue Art von Hebel. Blöd. Rüberspringen geht's auch nicht. Okay, da gibt's einen dummen Trick, aber den habe ich auch erst ein Stückchen später rausgefunden. Anschubsen und einfach zurückgehen. Ihr werdet vielleicht sagen, so ein Hebel ist dann ziemlich sinnlos, wenn man den Trick erstmal rausbekommen hat. Stimmt. Licht aus. Licht an. So, alles offen. Weiter geht's. Ist euch schon mal aufgefallen, dass der Typ ein Riesenlabor hat? Ich habe ihm einen Haufen Geld verdient. Muss wohl. So, was ist jetzt hier los? Eine Wasserspritze. Soweit ich weiß, löst man ungefähr 50% der Rätsel mit. Oh, ich schau mal, was passiert, wenn ich an den Hebel ziehe. Das war knapp, Alter. Ich wusste, dass dir nichts passiert. Wusste ich nicht. Mass Production. Schau mal, was du da wieder in dein Buch gekritzelt hast. Mass Production. Excellent. The turbine, oder wie immer man das ausspricht, stored in this room will allow me to create a floor to assist me. Ah ja.
so eine Maschine wie oben im Labor auch steht, um ein Fluor zu kreieren. In the years since I invented them, nearly every industry has come to use mass-produced fluors. Ah, kein Wunder, dass er so viel Geld hat. Volles Monopol. Fluors throughout their operations. Needless to say, it's funded all my subsequent experiments. Ja, wie gesagt. Auf dem Geld verdient der Typ. So. Mal schauen, was passiert, wenn ich an diesem Rad drehe. Kommt Wasser raus. Und der Hebel geht drauf. Ach so, weil's voll ist. Okay, aktivieren. Seht ihr jetzt? Flüssigkeit mit so einem Ball und es kommt ein Fluor raus. Und der geht gleich mal zum Licht. Wie so eine Muck. Eine Fliege, falls euch der Begriff Muck nichts sagt. Schauen, was passiert, wenn wir noch mehr dran kurbeln. Nochmal. Das ist dann Teil der restlichen 50%. Mal schauen, was passiert, wenn ich nochmal dran ziehe. Aber später wird es schon ein bisschen schwieriger. Da muss man sich auch noch fragen, in welcher Reihenfolge und was weiß ich. Der bleibt jetzt da stehen, dem ist langweilig. Okay, schauen wir mal, was es hier gibt. Ah, die Schalter von vorhin. Ah, die Tür kann ich aufmachen. Ich hab sie aufgemacht. Aber ich hab den Controller in der Hand. Man muss aufpassen, dass ich noch eine gespaltene Persönlichkeit bekomme. Nur weil ich den Typen hier spreche. Ich hoffe, das nervt keinen, dass ich so einen Quatsch mache. Es geht beiseite. Ja, das Rad müssen wir jetzt eigentlich noch ein bisschen weiter bewegen. Und damit das Viech das nicht wieder in die andere Richtung zudreht, müssen wir es hier außen rumlocken.